Ja, was ist das? Das ist ja eine super Maschine! Ja, das ist schon wirklich geil. Das ist so eine Spezialmaschine fürs Gelände, für an der Hang, für Abgründe, für Aufhebungen und so weiter und so fort. Mordsmäßige Kranen und beweglich auseinander, hoch, runter. Und hier steht hinten groß drauf, Swiss Power. Das ist der Menzimuk, der M545X. Yeah! Menzimuk, da steht's. Der Menzimuk. 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 Ja, die knuffigen Reifen mit hohem oder tiefem Profil kommen auch aus Finnland. Forest King ist die Marke. Und hier nochmal die Typbezeichnung, der MX45X, menzimuk.com. Da kann man auch Informationen aus dem Internet holen. Schön, guckt euch mal die hydraulische Angelegenheit an von diesem Greifarm, der dort praktisch dran ist. Und hier vorne am Greifarm ist dann der sogenannte Schnittgriffel. Der Schnittgriffel hat die Fähigkeit, den Baum zu packen. Und hier unten ist die Sägevorrichtung, abschneiden und dann ablegen. Wunderbar. Und hier die hydraulische Situation, das ist wirklich Ingenieurskunst, par excellence. Das ist nur möglich durch menschengemachte Ideisierung, Umsetzung, schwerste mechanische Verbindungen, hydraulische Stößelsituationen, Gelenke, und so weiter und so fort. Eine schöne Fahrerkabine, Beleuchtung an allen Seiten, wirklich toll. Da hat sich abgelegt, sitzt es entspannt und wenn er dann weiterarbeitet und dann hebt er das praktisch einfach hoch und dann ist er wie so ein Käfer, er kann dann links, rechts die Reifen auseinanderstellen, der kann hoch und runter, also für ärgste Geländesituationen, die kann der locker bewerkstelligen. Das ist für den gar kein Problem. Man sieht ja dort die abgetrennten, das sind Buchen hier. Die hat man sozusagen im Stock gekürzt. Und hinten dran ist die Gleisanlage. Und das sind Maßnahmen, die sozusagen der Gleisanlage dienen, dass da die Befahrung der Gleisanlage entsprechend problemfrei stattfinden kann. Das zeige ich euch auch nochmal. Ja, das ist ja schon was Spezielles für die Bahnfreunde. Das ist hier eine eingleisige Streckenführung von Hochspeyer nach Enkenbach. Und schaut, da kann man sehen, links und rechts ist ausgeputzt. Und hier die Maßnahme, wo ich eben erklärt habe, im Stock abgeschnitten. Und so tut man hier das weiterführen. Ihr seht ja, wie hoch das hier noch ist. Das wird also gekürzt, eingekürzt. Und dadurch ist eben im Winter die Gefahr von Schneebruch und dergleichen geringer. Und so wird das halt gehegt und gepflegt, dass diese Gleisanlage hier sicher befahren werden kann. Ich hoffe, ich konnte euch wieder was Tolles rüberbringen, also näher bringen, dass ihr Freude daran habt. Ein Lächeln möchte ich euch ins Gesicht zaubern. Positive Energie vermitteln. Positiv dem Tag begegnen. Und ich grüße euch herzlich, euer MLN aus der Pfalz. Macht's gut und Servus.